Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum wir im Kreis laufen, während wir mit unserem Handy telefonieren? Gerade so, als ob wir eine Privatzone abstecken wollen. Oder warum wir, wenn wir hungrig oder durstig sind, die Kühlschranktür öffnen, den Inhalt betrachten, die Tür dann wieder schließen und nur ein paar Augenblicke später das Ganze wiederholen. Oder warum wir mit dem Staubsauger immer und immer wieder über das gleiche Stück Faden fahren, anstatt es einfach mit den Fingern aufzuheben. Sie wissen, was ich meine. Dieses Verhalten erscheint unbedeutend, aber alles, was wir im Leben tun, sei es bewusst oder unbewusst, gibt uns einen kleinen emotionalen Hinweis darauf, wer wir sind und was wir uns wünschen. Es bedeutet, dass wir Hinweise sammeln können, indem wir einfach nur unsere Intuition, einen scharfen Blick für Details und Offenheit nutzen, um dann all die kleinen Dinge zu erkennen, die uns zu noch viel größeren Offenbarungen führen können. In einer Welt, in der alle von Big Data besessen sind, ist das Next Big Thing, oder Small Thing könnte man sagen, die Small Data Revolution. Es ist eine Revolution, die auf dieser Erkenntnis beruht. Während Big Data unzählige Terabytes an unpersönlichen Daten auswirft und versucht damit die zukünftige Entwicklung von Unternehmen und Marken vorherzusagen, ist es die einzigartige menschliche Small Data direkt vor unseren Augen, die uns die Wahrheit und echte Einblicke offenbart. Wo führt uns das alles hin, fragen Sie? Schon der kleinste Hinweis kann für eine Marke oder ein Unternehmen unerwartete Einblicke schaffen und eine außergewöhnliche Wirkung entfalten. Zum Beispiel ein abgetragener Turnschuh im Zimmer eines 11-jährigen deutschen Jungen hat Lego dazu gebracht, seine Marke in einer Weise umzugestalten, wie man es noch nicht gesehen hat. Oder ein Kühlschrankmagnet in Sibirien war der Auslöser für die Verwandlung einer bekannten amerikanischen Supermarktkette. Oder die Art, wie Menschen eine Kirche außerhalb von Rom betraten, hat Disney dazu gebracht, seine Vergnügungsparks wieder auf Spur zu bringen. Diese und viele andere Geschichten finden Sie in meinem neuen Buch Small Data. Die kleinen Hinweise, die große Trends auslösen. Small Data kann den Umschwung einer Marke anstoßen oder ungeahnte Impulse in einem rückläufigen Markt geben oder sogar ein revolutionäres neues Konzept in die Geschäftswelt einführen. All diese Small Data liegen tatsächlich direkt vor Ihnen.